time that I swallow your sin, I get shooting on the ground, shaking up venom is in my veins. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und zwar befinde ich mich gerade mit meinem Freund in Budapest und wir nehmen euch natürlich mit. Übrigens, wir sind gerade bei der ersten Attraktion. Ich denke, was habe ich gesagt? Der Burgpalast. Hier sind wir auch mit der Seilbahn hochgefahren. Davon blende ich euch jetzt die Videos ein. Und ich hoffe, es wird euch interessieren. Ja, und als allererstes, habe ich ja gerade schon erzählt, haben wir das Burgviertel erkundigt auf dem Burgberg. Und dort sind wir mit der Standseilbahn hochgefahren, die ihr gleich sehen werdet. Und erstmal lohnt sich das für diesen wunderschönen Ausblick. Und mit so einer Standseilbahn fährt man auch nicht alle Tage. Und auf dem Burgberg befinden sich gleich mehrere Sehenswürdigkeiten, die man eben im Internet findet, die man sich angucken soll. Zum Beispiel einmal das Historische Museum oder der Burgpalast. Dann die schöne Aussicht auf die Pestseite oder die Nationalgalerie. Also man kann dort oben wirklich vieles sehen. Ich will euch gar nicht alles vorwegnehmen, nur ein paar Infos geben. Aber schaut es euch einfach selber an. Aber auf jeden Fall habt ihr hier schon mal einen Spot, den ich euch sehr empfehlen kann. Und von der Standseilbahn könnt ihr dann alles weitere erkunden. Dann findet ihr es auf jeden Fall auch selber, wenn ihr denn mal nach Budapest fahren solltet. Ich kann diesen Spot auf jeden Fall mega empfehlen und es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe euch ja gerade ein paar Sehenswürdigkeiten erwähnt, welche ihr auf dem Burgberg sehen könnt. Und das dort hinten in diesem Video, was ihr gerade seht, ist der Burgberg. Und ihr seht schon, wie viel man dort sehen kann. Also ist, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Dann ging es aber für uns zurück auf die Pestseite wieder, über die Brücke rüber und in diese wunderschöne, riesengroße Markthalle. Also das steht ja auch mit bei den großen Sehenswürdigkeiten auf den Internetseiten. Und das wollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Es war mal sehr, sehr schön zu sehen. Und ihr habt dort alles gefunden von Obst, Gemüse, Souvenirs, ungarische Spezialitäten, ungarische Salami, wirklich alles. Aber es war wirklich sehr, sehr teuer. Also wir haben wirklich dort nichts ausgegeben, nichts gekauft. Doch einen einzigen Magnet haben wir uns mitgebracht, was ja immer unser Mitbringsel für uns alleine ist. Aber ansonsten waren die Preise wirklich so teuer, dass wir uns da gar nichts gekauft haben. Aber einfach mal zum Sehen war es wirklich sehr schön, weil so eine große Markthalle sieht man auch nicht alle Tage. Generell sind wir hier auf der Pestseite einfach so durch die Gassen geschlendert. Man sieht wirklich mega schöne Gebäude. Man kommt an der Fashion Street einfach vorbei. Wir sind da wirklich ohne Navi einfach rumgelaufen. Ich finde, so lernt man am besten manchmal die Stadt kennen. Hier seht ihr die Fashion Street. Ich denke, da kann auch jeder was finden und für jede Preisklasse. Ansonsten gab es da auch ein sehr teures Viertel. Also falls ihr euch mal ein Stück Kuchen für 10 Euro gönnen wollt, wir haben es natürlich nicht gemacht, geht in dieses Café. Es sieht mega edel innen drin aus, aber das ist nicht unsere Preisklasse. Also Leute, wir waren schon fleißig unterwegs. Wir waren vorhin als erstes dort hinten, also auf der Pestseite, auf der Buda-Seite. Buda ist praktisch das Höhere. Und haben schon irgendwie 11.000 Schritte gemacht. Und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem Café. Ich blende euch mal hier eins ein. Da waren wir als erstes, das hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt, was aber sehr teuer war, wo ein Stück Kuchen 10 Euro oder so gekostet hat. Und jetzt wollen wir ein nächstes Café aufsuchen und dann unseren weiteren Tag planen. Aber ihr werdet es ja mitbekommen. For the flex, no, it's facts. I put that weight on my back. I'm counting this money regardless of what you've been doing. I'm getting these racks. This is the life that we have chose. I hit the gas, I'm on the road. I had to do it on my own. I take my time and I reload. I live this life while you just talk about it. Put my money where my mouth is and I can't see. Das hier ist die bekannte, also es sind drei traditionelle Stücken und es
die Dobos-Torte und jetzt kommt der Max-Test. Mhm. Also oben mit kandiertem Zucker, glaube ich, und sehr schokoladig. Keine Geschmacksexplosion, aber kann man mal essen. Und wir sind in so einem noblen Restaurant, da fühlt man sich gleich direkt ein bisschen unwohl. Aber sehr, sehr schön hier. Und vor unserem Kaffeebesuch waren wir praktisch vor dem Parlament auf der ganzen Seite. Und jetzt erkunden wir die andere Seite. Und Leute, es ist wirklich so riesig. Crazy. Die ganzen Gebäude sehen auch richtig pretty aus. I pray when I whip, you don't crash. Putting that weight on my back and putting my team on a map. She hit me and said, what's the move? It's like we got nothing to lose. Swear that I'm telling the truth. Hand on the Bible when I'm in a booth. Little mama, I just wanna ball. So I had to give it my all. They praying on me that I fall. But they don't be getting that call. They say for the flex, no, it's fine. Wir leben sparsam und essen gerade als Snack noch unser Brötchen vom Hinflug. So, Leute, wir haben eine Bootstour gemietet, aber davor gehen wir jetzt noch richtig typisch ungarisch essen. Das gehört einfach, finde ich, mit zum Städtetrip dazu. Und wir sind, blend mal einmal hier ein. In diesem Restaurant gehen wir jetzt essen. Kurze Story, und zwar, wir wollten ja in das Restaurant gehen, was wir euch gezeigt haben. Dann waren wir auch drin. Da habe ich nach einem Cocktail gefragt und dann hatten sie gar keinen, was auch nicht das Problem war. Aber dann ist sie weggegangen zu ihren Mitarbeitern. Dann haben sie darüber gesprochen und sich gar nicht mehr eingekriegt. Keine Ahnung, ob sie mich falsch verstanden hat. Dann haben wir uns natürlich schon das erste Mal unwohl gefühlt, weil wenn man mitbekommt, dass sie darüber reden, und das war über uns. Und dann hatte ich einen Martini bestellt. Dann hatte sie stattdessen einen Aperol Spritz gebracht. Dann habe ich gesagt, das habe ich aber gar nicht bestellt. Und dann war sie super komisch, dass sie die ganze Zeit sowieso schon hinterher überlegt haben, ob wir das Restaurant wechseln. Jedenfalls haben wir es dann gemacht. Wir haben ihnen einfach das Geld in die Hand gedrückt. Es war todesunangenehm. So etwas haben wir wirklich noch nie gemacht. Also ja, manchmal gehören auch schlechte Erfahrungen mit dazu. Aber jetzt sind wir in einem anderen Restaurant. Die haben uns auch richtig süß beraten, was so ein richtig typisch ungarisches Gericht ist. Sowohl mit Fleisch, aber auch vegetarisch. Also auch richtig gut. Und ja, jetzt sind wir gespannt, wie es hier schmeckt. Das ist zwar komplett leer, aber vielleicht ist es ja trotzdem richtig gut. OMG, time flies pretty fast. Mom told me no one's ever lasting. Five, four, three, step out of the nest. Let's first start straight away. I don't wanna waste my time complaining. I don't wanna trade places for no one. God forbid my eyes shut down before I realize what the real minute I'm living. I don't wanna, no, I don't wanna. No, no, all I want is leave, love, love. Cause we never know, life's too short to be taken for granted. Ja, und zum Abschluss des Abends haben wir eine Bootsfahrt gemacht. Uns war das total wichtig, die Stadt nochmal im Dunkeln zu sehen. Es war auch ein mega, mega schöner Ausflug. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in diesem Video gesagt habe. Das kann ich aber sehr empfehlen. Bucht es am besten über Get Your Guide. Dazu hatte ich jetzt gleich auch noch eine Aufnahme gemacht. Es war wirklich ja, einfach sehr empfehlenswert. Und generell, Budapest ist eine wirklich sehr, sehr saubere Stadt. Also da sieht man nicht irgendwie 10.000 Kaugummis am Boden kleben, irgendwelche dreckigen Sachen oder Tausende von Zigarettenstümmel. Wir haben auch sogar Stellen gesehen, wo die richtig die Straßen geschrubbt und gesäubert haben. Ganz ehrlich, in Berlin habe ich das so noch nicht gesehen. Ja, also wer eine ordentliche Stadt will und eine saubere, der muss unbedingt nach Budapest. OMG, time flies pretty fast. Mom told me no one's ever lasting. 5, 4, 3, step out of the nest. Let's first start straight away. I don't wanna waste my time complaining. I don't wanna play dirty to win it. God forbid my eyes shut down before I realize all the real minute of living. I don't want this shit, no.
No, no, all I want is live, love, love. Cause we never know, life's too short to be taken for granted. Have you ever thought of the dead ones? I bet they wish they had a few more time, more time, to finish the race, to fix their mistakes, to change their fate, a different mindset. I bet they wish a second chance. OMG, time flies pretty fast. Mom told me no one's ever lasting. 5, 4, 3, step out. So Leute, unsere Bootsfahrt ist jetzt zu Ende und wir haben es über Get to Guide gebucht. Online eben, und da stand dann der Standort, wo man hingehen muss, und es hat jetzt 19 Euro pro Person gekostet. 18,50 Euro. 1,5 Stunden. Man hat die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gesehen und so viel Champagner, ich denke mal, es war normaler Sekt, wie man möchte. Unangenehm. wie man möchte, und wirklich, die Gläser waren nicht mal leer und die kamen direkt und haben es aufgegossen, dass es wieder voll war. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, dass es, weil manchmal wärmen die ja damit, so und so viel kannst du trinken, aber da war es wirklich so. Und es war einfach richtig, richtig schön. Das Boot war auch sehr, sehr modern, also kann ich euch wirklich mega empfehlen. Und das war eigentlich auch der Abschluss des Tages. Wir sind sehr viel gelaufen. Wir haben jetzt irgendwie 25.000 Schritte oder so gemacht. Wir haben gut gegessen. Es war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Und ich würde sagen, morgen geht's weiter am zweiten Tag. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Also gestern haben wir die mega große Sightseeing-Tour gemacht. Und jetzt wollen wir schießen gehen. Irgendwie ist es wohl richtig typisch für Ungarn oder Budapest. Na doch, es gibt super viele Schießbuden und Schieß. Organisation, sag ich mal, wo man hingehen kann. Das wollen wir als allererstes machen. Bin schon mega gespannt. Wir hoffen, dass es klappt, weil wir konnten irgendwie online nicht keinen Termin machen. Wir hoffen, dass wir noch einen Termin kriegen. Leute, wir sind gerade an einem anderen Ort angekommen, weil wir gleich in die Therme gehen. Und seht ihr diese Menschenmassen? Ich hoffe, dass es noch scharf ist. Die fahren da einfach alle Schlittschuh. Aber da würde ich mich gar nicht trauen, Schlittschuh zu fahren. Und hier dampft das Wasser übelst, aber sieht richtig schön aus. Und dort hinten ist die Therme, da gehen wir jetzt hin. Seht ihr die Fische? Nee, man sieht die gar nicht. Die sind riesen Fische drin. Was sind das? Hier. Was ist das für ein Fisch? So hard for me to say this. I'm not exactly gay, but sure as hell he's straight, sis. If I'm honest, I fall somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing, kissing. Also wir sind jetzt in der Therme. Ich nehme meine Kamera natürlich nicht mit dort, wo die ganzen Pools sind. Oh Gott, das beschlägt richtig, weil es hier so warm ist. Ich gucke mal, ob ich ein paar Aufnahmen mit dem Handy machen kann. Aber erstmal, man bekommt ja ansonsten in Deutschland immer so einen Spind, wo man seine Sachen einschließt. Ich kann jetzt nicht komplett filmen, weil mein Freund auch hier drin ist. Aber wir haben, oh Gott, das ist so beschlagen, eine richtige Kabine. So. Und hier ziehen wir uns um und hier lassen wir unsere Sachen. Aber mal sehen, wie es wird. Es sah auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Till I'm ready for the changes. It's not a phase, but I just don't know how to phrase it.
find someone who really sees you. Even I look in the mirror and I'm see-through. No one gives me color quite the way that you do, you do. So, wir waren ja erst in der Therme. Ich gebe euch nachher im Hotel mal ein Update, wie das Ganze war. Denn jetzt haben wir noch einen Langosch gegessen und ich glaube, das heißt Chimney. Also das ist ja so ein Baumkuchen, ist beides sehr typisch für Ungarn. Es war auch alles sehr lecker und deutlich günstiger als in Deutschland. Jetzt gehen wir zu unserer letzten Attraktion und zwar gehen wir jetzt schießen. Ich bin schon mega gespannt. Wir haben jetzt einen Termin dort, haben es vorhin schon gebucht. Also was muss man vorher buchen und ja. Taking you in this moment, come get close like your name. Read your aura, you want more of all this love, you'll be your name. Release all of your burdens, it's been me, you'll be searching. Take a load off and your clothes off, just relax, you deserve it. You keep me up tonight, got you all on my mind. Seem like that's all that's fine when they keep playing games. Nothing to lose cause I'm a winner. I got everything here to offer. Everybody else is a beginner. I don't wanna talk, yeah, I deliver. Don't worry about me cause I'm a giver. So, wir sind wieder im Hotel angekommen. Wir sind wieder 17.747 Schritte heute gelaufen. Gestern 26.000 waren es dann letztendlich am Abend im Hotel. Und ich kann mir vorstellen, dass sich einige fragen, wie es jetzt wirklich in der Therme war. Und um das jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, es war schön, das mal zu sehen und das Gebäude an sich war auch richtig schön. Aber erstmal, es gab keine Liegeräume zum Entspannen. Dann gab es nicht so viele Saunen. Die Saunen waren übelst überfüllt, dass wir in einige gar nicht reingegangen sind. Hygiene wurde da auch nicht groß geschrieben. Also man ist überall mit Bikini reingegangen, was wir natürlich besser fanden, weil ich mag es auch immer nicht so, denn nackig so in die Saunen zu gehen. So ist es ja nun mal in Deutschland, ist ja auch okay. Aber das musste man da zum Glück zwar nicht, aber alle saßen letztendlich einfach mit ihren Badesachen, mit ihren Nassen auf dem Holz, ohne Handtuch drunter legen und. Dann, ich blende euch mal hier, also zum Beispiel draußen dieser Außenpool und dann im Hintergrund mit dem schönen gelben Gebäude. Das sieht natürlich mega, mega schön aus. Aber letztendlich innen drin, ich zeige euch mal hier die Bilder irgendwie wo, das sah total doof aus. Und da sind wir auch gar nicht reingegangen in die Pools, weil die teilweise, das Wasser war richtig milchig und nicht mal ganz klar. Einige waren sogar so ein bisschen grünlich und es hat echt unangenehm gerochen. Doch einmal waren wir in einem drin, weil da war die Area noch ein bisschen schöner. Aber auch da, das Wasser, es hat so komisch gerochen. Ja, und generell, wenn wo wir auch in der Dampfsauna und in der Mitte dieser große Dampfstein, wo auch der ganze Dampf rauskam, der war schon total kaputt. Und eigentlich haben wir uns gar nicht so wohl gefühlt. Wir waren auch nur 3 Stunden, wenn überhaupt da. Ich weiß gar nicht, ob sogar nur 2,5 Stunden oder so. Also an sich war es mal schön zu sehen, aber dadurch, dass es einfach überfüllt war, draußen die Liegen konnte man ja nicht liegen, es war super kalt, denn drin gab es gar keine Liegeflächen zum Ausruhen, kam man jetzt nicht runter. Also ja, einfach mal um das Gebäude zu sehen, es ist schön, aber ich würde jetzt nicht mehr hingehen und wäre das, sage ich mal, eine Therme in Berlin, dann ja, würde ich da auch nicht mehr hingehen, also das dazu. Aber generell war der Tag wieder richtig schön, wir haben mega viel jetzt gestern und heute unternommen, ich habe ja alles mitgefilmt, auch das Schießen. Auch wenn es sehr teuer war, also wir haben zwar das günstigste Paket genommen, aber es war irgendwie meine Erfahrung wert. Ich kam richtig ins Schwitzen. Mein Freund hat mich ein bisschen ausgelacht. Aber war es irgendwie auch mal was anderes. Die Buda-Seite und auch die Pest-Seite wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir sind sehr viel rumgelaufen. Ich glaube, wir haben alles Wichtige letztendlich mitgenommen und gesehen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, man kann, also wir hatten ja Frühstück mit im Hotel. Wir waren im Hotel City Inn. Es ist eigentlich schon im Zentrum, aber trotzdem ein bisschen noch draußen. Also ein bisschen ab vom
Einkaufszentrum, sodass man eben mit Bahn dorthin fahren muss, aber es war gar nicht schlimm. Kann ich euch auch sehr empfehlen, es war günstig. Es ist ein kleines, süßes Zimmer, aber alles ordentlich und sauber. Und das Frühstück war echt sehr gut die letzten zwei Tage, auch sogar ein bisschen abwechslungsreich. Generell steht Budapest, glaube ich, wirklich für süße Cafés. Also die haben so elegante Cafés, also wirklich so elegant. Da sind natürlich die Preise auch ein bisschen teurer, aber mit richtig süßen Küchlein. Wir waren ja gestern auch in einem Café. Ja, ansonsten habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Testet gern mal die Sachen aus, die wir auch probiert haben. So der Baumkuchen oder Langosch, auch alles sehr, sehr lecker. Also ich denke, der Trip hat sich für uns beide sehr gelohnt. Aber wir sind wirklich gestern mega K.O. gewesen, heute mega K.O. Also so schön wie auch ein Städtetrip ist, man ist einfach kaputt am Abend. So Leute, mittlerweile bin ich sogar schon im Homelook. Wir haben alle Sachen weggeräumt und schon gewaschen. Und würde an dieser Stelle auch das Video beenden. Übrigens habe ich euch noch gar nicht unseren schönen Magnet gezeigt. Wer schon mehrere Vlogs von uns geschaut hat, weiß nämlich, dass wir immer einen Magnet als Erinnerung kaufen, damit wir immer wissen, wo wir zusammen waren. Das war auch tatsächlich das Einzige, was wir gekauft haben. Und, Moment, hier ist er. Und ich finde den so schön. Den hat diesmal, huch, falsch rum, mein Freund ausgesucht. Genau. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch genügend, aber nicht so viele Infos gegeben. Wir jedenfalls können zusammenfassend sehr, sehr empfehlen. Uns hat sehr gut gefallen. Und wenn das Video euch auch so gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar in der Kommentarfunktion, ansonsten natürlich auch über jeden neuen Abo, der hier auf meinem Kanal beitritt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!